Hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve, oder beziehungsweise es ist ja gerade abgestürzt. Ich werde es dann wahrscheinlich zusammenschneiden. Und was ist gerade passiert? Mein Don't Starve ist abgestürzt, als ich aus Versehen eine Mandrake gegessen habe. Und der Vogel ist gerade freigekommen. Ja, mein Don't Starve ist gerade abgestürzt und jetzt müssen wir eben die letzten paar Minuten nochmal spielen. Quasi. Was ich gemacht habe, war ein paar Sachen kochen und so weiter. Als ich die Mandrake gegessen habe, ist mein Don't Starve abgestürzt. Ja. Ich hoffe natürlich, dass das nicht mehr so sein wird, dass das ab sofort jetzt dann einfach funktioniert. Und nicht nochmal abstürzen wird natürlich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt an der Mandrake lag oder an irgendeinem anderen Fehler oder schlag mich tot. Ich hoffe, ich kann das vernünftig auch gleich zusammenschneiden, dass das passt eben. Ja, was werde ich jetzt machen? Ich werde. Ach ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie viel davon jetzt in dem Video noch zu sehen ist. Also, wo es dann abgestürzt ist, quasi. Aber ich werde auf jeden Fall in die Wildnis gehen und mir ganz viel von diesem Buschzeug holen und auch hier ein paar Büsche erstmal anpflanzen. Und dann vielleicht hier mein Buschfeld erweitern, sag ich mal. Damit wir eben genug dann davon haben und auf dem Weg hinwärts bin ich dabei, meine Axt so ein bisschen abzunutzen. Das können wir vielleicht auf dem Rückweg einsammeln, wenn wir dann noch Platz haben. Ich glaube, das ist relativ effizient, hier so einmal drauf zu hauen, dass der Baum kaputt geht und dann weiterzulaufen. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht so wirklich. Aber wir müssen die eh irgendwann abholzen und wenn wir sowieso schon in die Richtung laufen, können wir auch ein bisschen drauf losholzen. Und ich glaube, ja, also ich will die eigentlich alle hier ausgraben, weitestgehend zumindest. Und ansonsten brauchen wir außerdem noch Dung. Dung, Dung, Dung. Ganz viel Dung brauchen wir noch von diesen Büffeln oder von den Schweinen eben. Zu den Schweinen kann ich in der nächsten Zeit nicht gehen, deswegen werde ich wahrscheinlich in der nächsten Episode in die andere Richtung dann marschieren. Also wieder hier runter. Da würde ich dann wieder oben rumlaufen und dann da runter gehen. Ja, der Grund, warum ich das machen würde, ist halt, um da ganz viel Kot wieder einzusammeln. Das ist so mein Gedankengang dahinter. Jetzt sammeln wir aber erstmal diese ganzen Büschel ein. Diese Grasbüschel. Und das Spielen mit dem Kot machen wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten in der nächsten Episode erstmal wieder Gedanken. So, da haben wir auch noch so andere Büsche, die kann ich eigentlich auch direkt einsammeln. Und ich hoffe, dass das Spiel beim nächsten Mal, wenn ich eine Mandrake benutze, nicht einfach abstürzt wieder, sondern es dann einfach wieder funktioniert. Ich habe leider keinerlei Ahnung, woran es jetzt gerade lag. Und ich weiß deswegen auch nicht so wirklich, wie lange die Aufnahme hier gerade geht. Und deswegen kann das sein, dass etwas länger oder etwas kürzer gleich wird. Wenn ich den Part dann in der Nacht beende. Und ich muss mal, wie gesagt, gucken, ob ich das ordentlich zusammengeschnitten bekomme. Ich hoffe natürlich, dass dann alles in Ordnung sein wird. Und kein Chaos sein wird. Aber es wäre ja auch nicht allzu schlimm, wenn da ein bisschen was fehlt oder so. Glaube ich zumindest. Oh, guck mal, eine Karotte, die hatten wir schon ewig nicht mehr. Die essen wir doch mal direkt, damit wir wieder den Platz haben. Der Platz ist mir gerade sehr wichtig. Ich habe den Truthahn gehört. Aber ich werde sowieso nicht versuchen, ihn anzugreifen. Dafür bräuchte man halt irgendwie. Es gibt so einen Betäubungspfeil. Es gibt so einen Feuerpfeil. Man kann den sicherlich auch ein Feuer anstecken oder sowas. Man kann den sicher sinnvoll töten irgendwie. Ja, das ist so. Das ist so mein Plan. Ja, ich finde es eigentlich sehr schade, dass es hier keine Büffel gibt. Gäbe es hier noch Büffel, dann wäre das halt der perfekte Ort eigentlich. Weil wir halt sehr zentral sind gerade. Wo wir sind. So, damit habe ich dann fast 20 Grasbüschel gesammelt. So, und ich habe sogar noch ein paar übrig. Dann könnte ich. Eigentlich könnte ich mir hier so ein Dings bauen. So eine Straw Roll gleich. Und das restliche Zeug hier machen wir doch mal. Okay. So, dann bauen wir uns doch mal direkt.
Survival, zwei Straw Rolls. Oder erstmal nur eine. Er wusste das andere Seil hin. Ach, das haben wir dann rausgeworfen. Ja, dann lassen wir das einfach mal draußen liegen, das andere Seil erstmal. Ich will das einpacken, so. Wo sind wir stehen geblieben? Genug davon haben wir genug. Dann sammle ich erstmal noch ein paar Bärenbüsche. Und hier ist, glaube ich, nichts Böses in der Nähe. Ach so, die Bären, die könnten wir essen. So, dann benutze ich erstmal die Straw Roll, um die Nacht zu skippen eben. Und wir sind halb am Verhungern am nächsten Tag, wie eigentlich fast immer, wenn man so eine Nacht skippt. So, jetzt habe ich eigentlich wieder genug Slots in meinem Inventar frei. So, dann werde ich noch die ganzen Bärenbüsche hier sammeln und mehr von diesen Sträuchern. Desto weniger man halt rumlaufen muss in dem Spiel, desto toller ist es eigentlich. Später in den Episoden habe ich dann quasi alles vor der Haustür und muss nicht mehr so weit rumlaufen. Das wäre ziemlich cool dann, wenn man einfach nur noch quasi vor der Haustür steht und dann alles bereitstehen hat. Die Grasbüschel, die dann nur darauf warten. Oh, ich habe keine Schaufel mehr. Jetzt müssen wir uns wieder hier so eine billige Schaufel machen. Aber ich meine, die tut ja auch ihren Job. Die lebt halt nur kürzer. Ist vielleicht sogar eigentlich schlauer, weil ich ja sowieso immer Flintstones dabei habe in meinem Inventar. Die gibt's ja wie Sand am Meer, die Flintstones. Ist vielleicht sogar schlauer, als immer die Goldwerkzeuge zu verwenden. Ich glaube, ich sollte echt umdenken und keine Goldwerkzeuge mehr verwenden, da Gold halt für so viele Sachen gebraucht wird. So viele tolle Sachen, die man eben bauen kann. Naja. Und Gold macht ja die Werkzeuge, soweit ich das mitbekommen habe, nicht deutlich effizienter, sondern höchstens ein bisschen effizienter. Und, ach ja, wir können noch mehr Grasbüschel mitnehmen. Aber vor allem will ich erstmal den Bärenbusch haben, der, ah, da ist er, ich habe ihn gesehen, der sich hier versteckt. Wir kommen sogar ran da. Ist natürlich wunderbar, das können wir das mal direkt essen. So. Das Grasbüschel wollen wir natürlich auch. Also, gibt es hier noch Bärenbüsche? Ja, da gibt es noch einen hier irgendwo. Ah, da haben wir ihn auch. Davon würde ich dann gerne auch wieder 10 Stück mitnehmen, mindestens. Und ja, ich habe ja schon angedeutet in der nächsten Episode, was ich da machen werde. Da werde ich wahrscheinlich wieder zu den Yaks laufen, wenn ich es bis zur nächsten Episode nicht wieder vergessen habe. So, Bärenbüsche. Ja, 3 können wir noch mitnehmen. Dann schauen wir doch, dass wir die 3 da erwischen und dass wir vielleicht noch so aufdecken, was da auf der Karte alles gibt. Wäre ganz gut. Dann wissen wir hier auch quasi alles, was hier ist. Und ich werde mit den Alraunen oder Mandrakes erstmal etwas vorsichtiger sein, wenn ich die essen will. Weil das dann wohl mein Spiel abstürzen lassen kann. Na nü. So, genau. So läuft das also. Ach ja, hier haben wir einen noch und dann bin ich eh voll. Also dann habe ich 10 Bärenbüsche. Mehr können wir ja dann eh nicht mitnehmen. Ohne unser Inventar zu überladen. So, auf dem Rückweg werde ich mir dann noch einiges an Kohle schnappen. Von den Bäumen, die wir eben in einer anderen Episode abgefackelt haben. Jetzt muss ich aber eigentlich mal ein bisschen Fersengeld geben. Ich würde nämlich gerne, bevor es hier dunkel wird, wieder daheim an... Oh, da war eine Biene auf der Blume. Und da stand gerade Attack über meinem Mauspfeil, deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert. Man kann übrigens auch mit WASD laufen, nicht nur mit der Maus. Aber irgendwie ist es mit der Maus sehr viel angenehmer zu laufen in diesem Spiel. Oh, ist die ganze Kohle, die ich hier beim Herlaufen abgehackt habe, ist sie weg? Ah nee, die ist da hinten erst. Ja, dann werden wir auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Kohle einsacken. Ist ja immer toll, wenn man Ressourcen vor der Haustür hat quasi. Und ach ja, wir müssen ganz dolle aufpassen wegen den Schweinen eben. Weil ja eben bald die böse Mondphase ist. In dem die Schweine uns nicht sonderlich leiden können. Ich weiß gar nicht, ob die Mondphase auch noch andere Gegner beeinflusst oder so.
das nur Schweine sind oder auch, weiß ich nicht, Spinnen und sowas. Aber ich würde es ungern rausfinden wollen. Sagen wir doch mal so. So, jetzt haben wir sogar noch ein bisschen Zeit. Da können wir noch ein paar von den Büschen pflanzen. Mittlerweile ist unser Buschfeld schon riesengroß geworden. Also richtig mega groß. Und dieses andere Feld hier wird auch hoffentlich von einer bemerkenswerten Größe werden. Okay, es wird spät, aber wir haben noch Zeit. Also wir können hier definitiv noch anpflanzen. Okay, und die können wir auch noch alle pflanzen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal wieder dafür gesorgt, dass wir bessere Voraussetzungen am nächsten Tag haben. Heute haben wir jetzt vielleicht nicht so viel Essen und sowas rangeschafft. Aber vielleicht morgen, warum kocht das nicht? Habe ich da nicht Sachen reingepackt? Nee. Gut, dann packen wir da mal das hier rein. Das hier und die beiden. Ah, du solltest das nicht essen, du gieriges Luder. Du solltest das hier reinpacken. So, dann geben wir erstmal dem hier was. Dann packen wir hier was rein. Und dann legen wir unser Ei hier neben das Feuer. Und hoffen, dass es ihm gefällt. Und wir haben eine Karotte bekommen, ehrlich. Nass. Supi. Ach ja, wir haben hier noch ein bisschen Dünger haben wir noch. Aber mehr wäre... Ach, sollst es nicht da hinwerfen, du sollst es hier benutzen. Und ich weiß auch gar nicht, ob man man hier so düngen muss, ob man sehr viel düngen muss oder so. Wie das genau funktioniert, kann ich leider nicht genau sagen. So, mehr Essen laden wir da mal rein. Und ich habe fast überhaupt nichts mehr von den Dingen, die ich immer so dabei habe zum Essen. So, braten wir mal die tolle Karotte, die wir hier bekommen haben. Lecker. So, was haben wir jetzt hier? Ach, nix. Okay. Was, wenn man hier einfach die kocht? Naja, werde ich aber nicht mehr so häufig machen. Ja, wir bräuchten unbedingt wieder was zu essen. Gott sei Dank speichert das Spiel auch automatisch. Wenn jetzt nämlich irgendwie der halbe Tag weg gewesen wäre, wäre natürlich nicht so dolle gewesen. Aber so ist es ja echt erträglich. Dann können wir mal unsere Zweige hier wieder auffüllen etwas. Ja, ich denke, wir haben echt eine gute Voraussetzung mittlerweile. Wir haben dieses ganze komische... Was haben wir denn hier gemacht? Wet Goop. Das hört sich nicht sehr lecker an. Ich will die mal kochen und dann viermal gekocht da reinpacken und wissen, was dann passiert. Hä? Wollte die da reinpacken? Hä? Ups, was mit, damit das nicht kaputt geht. Also es wird immer rot. Hä? Irgendwie habe ich da gerade auch einen Bug. Ich kann da nichts reinstecken. Oder kann ich... Ah doch, man kann da nur keine gekochten Seeds reinstecken. Okay. Wusste ich nicht. Ja, dann werde ich mal den Stu hier einpacken. Damit ich jetzt gleich nicht verhungern werde. So, den töten wir erstmal. Ach so. Ja, dann muss ich diese Episode erstmal beenden. Ich glaube, ich spiele ja schon seit ewigen Zeiten. Dann beende ich hier immer die Episode und hoffe natürlich, dass es mit diesem kleinen Absturz, dass es trotzdem alles funktioniert. Dann bedanke ich mich beim Zusehen. Ich hoffe, es war interessant. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Mittlerweile ist schon Tag 24. Wird es dann beim nächsten Mal geben. Damit sage ich Tschüss.